Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit MG. Ja, neue Gegner. Das sind dieselben, neues Team. Ich hätte so gelacht. Jetzt machen wir erstmal die Dortmunder platt. Ja, da wollte ich hin. Dann ist ja gut. Habe ich mir auch gedacht. Eieiei, was so eine Pinkelpause alle bringt, ne? Man ist wieder frisch, man ist motiviert und man hat endlich andere Gegner. Der wäre fast reingegangen. Ja, aber nur fast. Aber meilenweit daneben. Hast du das Update von Status Factory mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass sie eins hatten, habe aber nicht reingeguckt. Die haben jetzt. Was wurden gemacht? Die haben jetzt Pipes reingebaut. Also so Transportpipes, da wo du dich reinwerfen kannst, dass du schneller von A nach B kommst. Mhm. Dann. Vor allem, die funktionieren in beide Richtungen, nicht wie Fließbänder. Dann unter anderem. Ah, zu früh. Haben sie gemacht, dass Kohlekraftwerke jetzt Wasser brauchen, um Strom zu erzeugen. Okay. Und ja, so noch kleinere Änderungen. Manche Sachen kannst du freischalten, indem dass du Zeug verkaufst. Mhm. Also so, ja, Sachen, die man einfach von vornherein produzieren kann, kann man da reinwerfen im Prinzip. Baust du da eine gewisse Masse und dann kriegst du Tickets für und für die Tickets kannst du dann in einem Shop was lösen. Mhm. Wie lange Vorteil und dann... Hä? Für den? Ach so. Ich dachte für uns. Ja, und so ein kleines Auto, kleines schmales Auto haben sie erfunden, die sogar schmäler ist wie die Spielfigur, dass du leichter durch die Dingens fahren kannst. Nice. Durch die Base. Ja. Ist zwar noch verbuggt wie Sau, aber ist jetzt drin. Ja, wie immer, ne? Das mit dem Wasser finde ich halt lustig für Kohle. Wenn wir also in unsere alte Welt reingehen, müssen wir erstmal gucken, dass wir Wasser anschließen. Erstmal, wie kriegt man überhaupt Wasser? Aus dem See oder was? Aus dem See mit Pumpen und hast du nicht gesehen. Okay. Wo ist der nächste See bei uns? Da fängt es ja schon an, so. Mhm. Ja, vor allem, es gibt ja auch mittlerweile eine Wüstenmap. Ja. Hat ja kein Wüstenbiom gegeben, oder? Weiß ich jetzt nicht. Eieiei, Haaland trifft. Hat er das Wochenende auch wieder getroffen? Ja. Das ist ja brutal, oder? Also stürmermäßig, was ihr einkauft, habt ihr echt... echt ein Händchen. Ja. Außer der eine, der Guerrero oder wie er hieß. Nee. Nee, du meinst Immobilien? Ja, genau. Ja. War die einzige Vollpfeife im Sturm. Na, jetzt ich glaube, bei Lazio ist er jetzt wieder. Da trifft er am Fließband. Ja. Er könnte, glaube ich, sogar Torschützenkönig werden oder so. Ja. In der Serie A. Da merkt man halt wieder, dass das halt, das heißt was. Das hat auch Ronaldo, ja, ne, in der Liga. Denke ich mir halt auch gerade. Also ich weiß nicht, ob der wirklich Torschützenkönig werden kann, aber der macht auf jeden Fall Buden am Fließband. Oder? Ja, das sieht man aber auch, dass das die Mannschaft viel ausmacht. Ja, klar. Es muss komplett passen. Ja, und der hat sich ja auch nicht wohlgefühlt, weil der nicht zum Essen eingeladen wurde und so Späße. Vielleicht wurde er jetzt zum Essen eingeladen. Weil er zum Essen nicht eingeladen wurde. Hat er angeblich gesagt. Wo ich mir auch nur denke, alles klar, Brudi. Verdient zig Millionen im Jahr, aber muss zum Essen eingeladen werden. Muss ich nicht. Ja, was macht er dann? Warum wechselt er die Spiele hin und her? Damit ich dann wieder mit mir selber spiele. Läuft bei dir. Ups. Wie wenn er das predicted hätte, dass ich da in die Mitte reinspiele. Also den direkt verarbeiten kann, der unser Salah.
Oh, drüber. Eieieiei. Eieiei. Fupp. Aber gefühlt hapert es bei Dortmund momentan mit der Abwehr, hä? Ja, klar. Also ab. Jetzt gegen Frankfurt war wohl ein gutes Spiel. Ich habe es nicht gesehen, weil ich habe gesagt, ich gucke erst wieder, wenn Favre weg ist. Jetzt mal gucken, wie lange ich kein Dortmund mehr gucken darf. Die werden Favre bis zum Ende reiten, glaubst du es? Ja, das ist das Ding. Aber gefühlt habt ihr echt mit der Abwehr Probleme. Nicht nur gefühlt, wir haben mit der Abwehr Probleme. Oh, das wäre noch schön gewesen, den so zu stecken. Problem ist ja auch, da war Zagadou verletzt zum Beispiel. Dann hat die ganze Zeit Akanji gespielt und selbst als Zagadou wieder fit war, hat immer noch Akanji gespielt und das war halt, ja, der Fehler. Ja, aber Hummels bringt ja auch nicht unbedingt die Leistung. Ja, aber ist noch okay. Ist noch okay. Klar, geht immer besser. Der rennt da auch hin, als würde es hier rot geben. Dann gibt's nichts, ne? Ja. Du spielst schon wieder mit dir selber. Ja, ich habe Erfahrung da drin. Ja, der war Abseits. irgendwann mal im Abseits. Okay. Wärst du doch mal bei dem geblieben. Ja, schade. Aber hast du noch mal die Chance zumindest? Ja, die Chance, das war's auch. Leipzig steht sich jetzt momentan auch wieder selber im Weg. Ja, wobei die jetzt wieder gewonnen haben. Gestern. Haben aber gegen was haben die nochmal gespielt? Gegen. Ja, die haben davor ein paar Spiele Kacke gemacht. Ja. Klar. Wenn du die Möglichkeit hast, Nice. Da mache ich ihn rein, ja. wenn du die Möglichkeit hast, Ding, endlich Meister zu werden, endlich mal was gegen die Bayern zu haben, dann Ja. kackst du wieder so rein. Darfst du halt nicht. Ja. Weil wenn es so weitergeht, dann ist am Ende des Jahres wieder Bayern Erster. Ja, Problem ist, die anderen Mannschaften sind halt einfach nicht konsequent genug, ne? Ja. Man könnte 20 Punkte von denen, glaube ich, schon weg sein oder so von den Bayern, wenn man es dann halbwegs gut gemacht hätte. Doppelpass mit dem Gegner? Ja, muss auch mal sein. Ja, könnte man, aber können ist halt immer so eine Sache, Elfmeter gibt es. aber wenn man Spiele so herduselt, also Ja, klar. wegduselt, ist halt totaler Müll. Ja, nehmen wir. Ja, auf jeden Fall. Und Dortmund war ja jetzt auch wieder das Paradebeispiel gefühlt. Die waren Klar. gut dabei und alles und aber schlussendlich Nicht konsequent haben sie genug. es auf blöd verkackt. Ja. Haben Dinger verloren, die du nicht verlieren darfst. Übertrieben gesagt, klar, man kann einen schlechten Tag haben, aber wenn man drei, viermal so einen Scheiß baut. Ja, komme ich nicht durch, schade. Und muss ja nur bis zum 16er kommen, gibt Elfer. Oh. Abseits wäre es gewesen, weil der andere hingegangen wäre. Na, komm mal. War ambitioniert. Ja, ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Aber wie gesagt, die letzten Spiele, wenn ihr gewinnt, dann macht ihr mindestens vier Buden. So gefühlt. Ja, das war schon unnormal, ne? Und das ist halt das Kranke. Die Offensive ist halt auch gut, aber Ja, genau. Defensive ist halt einfach nicht vorhanden. Und gefühlt
lässt sich Dortmund momentan so schnell demotivieren? Das war kein Abseits? Oh Mann, ey. Verstehst du, wie ich meine? Na klar. Bei Bude. Ein Gegentor, zack, ist die Demotivation da, selbst wenn man 3-1 hinten liegt, 3-1 vorne liegt oder so. Genau, dann ist die Demotivation so groß, dass das komplette Spiel in die Binsen geht. Deswegen. Guck dir gegen Leverkusen an, unentschieden kassiert in der 80. oder so. 60 Sekunden später steht es 4-3 für den Gegner, wo man auch nur denkt so, hä? Egal was passiert, man darf 60 Sekunden später kein Gegentor kassieren. Nee, nie. Auf keinen Fall. Da hast du dann komplett abgeschaltet. Ne. Das darf halt einfach nicht passieren. Ja. Na? Da legt sich Witzel hin. Ja. Und da ist Witzel auf einmal vorne mit dabei. Ja gut, der ist auch schnell, so ist nicht. Bringt nur nix. Keeper? Na, hat er. Wir haben den Verletzten. Ja, passt schon. Ist nur Henderson, der wird nicht langsamer, oder? Noch langsamer geht er gar nicht. Oh! Schade. Das wäre ein Strahl gewesen. Ja. Hat einer seine gebrochene Nase gehalten. Pff, wohin geht der? Ah, schade. Hab ich. Nee. Jetzt willst du es aber auch wissen, ne? Ja, ich will so einen Gewalthammer jetzt. Und du willst dich durchtänzeln. Ja. Big Stick! Oh. Mit Van Dijk. Oh, warum nicht, ne? Den wolltest du aber auch reingucken, ne? Keine Ahnung, da wieso dass sich der auf einmal gedreht hat, weiß ich nicht. Ach, Ecke, okay. Weiß zwar nicht wieso, aber hey. Schau nicht. Da war wohl noch jemand dran oder so. Ja, gegen Zagadou Kopfballduell gewinnen. Ja, kann man machen. Hab ich ja gesagt. No. Schade. Ah, nee. Das war verwirrend, ja, aber Ball kam nicht zu uns. Abseits. Oh. Wir schwitzt. Gefühlt haben sie bei Reus doppelt so viel Schweiß animiert. Ja, muss auch mal sein, ne? Wen decke ich jetzt? Alle und keinen. Gut, dass der Junge zum Tore schießen engagiert ist. Zum Bälle verteilen taugt er nicht. Ja. Abseits. Abseits, oder? Ja. Aber hätte gepasst. Ja, aber den hätte der Torwart. Nee. Easy. Hätte er den. Oh! Er träumt immer noch vom Fernschuss. Ja, aber der hat halt gepasst. Da war der Winkel frei und alles. Da musste man abziehen. Das war eine förmliche Einladung.
Gefühl kommt aber unser Gegner auch nicht hinten raus gerade. Nein, nein. Abseits. Dann kommt da raus, freut sich. Yeah, geiler Scheiß. Dann so abseits. Er spielt wieder mit sich selber. Dass der durchkommt, ist auch lächerlich. Er hat den Trickstick gefunden. Ja, kann man mal machen, dachte ich mir. Boah, jetzt schießen. Leute, ich kann sogar schießen. Auf die Pferde. Darf ich, ja? Er geht drüber. Falsche Richtung! Ich drehe in die falsche Richtung. Schön nach außen weggedreht und nicht nach innen rein, ey. Da ist das Schlusspfiff. Eieiei, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao! Ciao!